Liebe Musikfreunde, in 3 Tagen findet an der Wiener Staatsoper die Premiere zu Rheingold, dem ersten Teil der neuen Ring-Produktion, statt. Gerade rechtzeitig dazu bietet nun Opernführer Marcel Pravi eine Einführung in Wagners Monumentalwerk. Im Mittelpunkt der Sendung steht die Frage, wie der Komponist selbst sein Werk interpretiert wissen wollte. Marcel Pravi zeigt aber auch wertvolle Archivaufnahmen mit Leonie Rysanek, James King und Birgit Nilsson sowie Ausschnitte aus berühmten Inszenierungen von der Metropolitan Opera bis hin zum Jahrhundertring von Patrice Chéreau. Ich wollte mit einem wunderbaren persönlichen Wagner-Erlebnis beginnen. Wagner hat doch die Natur so geliebt und das Hochgebirge. Und ich bin wirklich den Weg nachgegangen, wo Wagner wanderte, südwestlich vom Vierwaldstätter See und die Idee zum Walkürenritt bekam. Also die berühmte Szene in der Walküre, wo die Walküren, die jungfräulichen Töchter des Gottes Wotan, aus den gefallenen Helden ein Heer für Walhall zusammenstellen. Übrigens, die Skizzen, die Sie gesehen haben, sowohl von den Walküren als hier von den Rheintöchtern, sind die Originalskizzen der ersten Bayreuther Festspiele von 1876. Wagner hat am Ring des Nibelungen 26 Jahre lang gearbeitet, von 1848 bis 1874. Die Stücke wurden in der uns vertrauten Reihenfolge komponiert. Rheingold, Walküre, Siegfried, Götterdämmerung, aber zum Teil noch unter anderen Titeln in der umgekehrten Reihenfolge gedichtet, also Götterdämmerung, Siegfried, Walküre, Rheingold. Wie soll man den Ring beschreiben? Ich glaube, am schönsten und einfachsten hat es Thomas Mann getan. Er hat gesagt, Wagners Ring ist ein tiefsinniges Märchen. Wir beginnen also unser Es war einmal in Wagners geliebter Natur, in der Tiefe des Rheines, im Wasser, und da liegt nun ein Stück Gold. Es ist nur ein Spielzeug für die Rheintöchter. Wenn aber einmal jemand kommt, der Macht besessen ist und nichts kennt als die Macht und das Gold raubt, wird er dadurch zum Herrn der Welt. Allerdings, er darf nichts kennen außer der Macht. Nur wer der Minne macht, entsagt. Bei Wagner tut es also Alberich, wie Wagner ihn beschrieben hat, ein Zwerg aus dem Schoße des Todes und der Nacht entkeimenden Geschlechte der Nibelungen. In der von Herbert von Karajan inszenierten und dirigierten Verfilmung ist es Soltan Kelemen. Oh!
fänd mich zu eigen durch dich. Erzwäng ich nicht Liebe, doch listig erzwäng ich mir Lust. Spottet nur zu, der Nibelung naht eurem Spiel. Macht euch doch nicht so buhlt nun im Finstern feuchtes Gezicht. Das Licht lösch ich euch aus, entreißet im Ritt das Gold, schmiedet den rächenden Ring. Für die Rheintöchter hat Richard Wagner in seiner eigenen Inszenierung 1876 in Bayreuth die viel diskutierten Schwimmwagen verwendet. 1, 2, 3 Rheintöchter, 1, 2, 3 Wagen, jeder Wagen von 3 Männern bedient. Man hat damals gesagt, das Rheingold sollte eigentlich heißen, mein Gold, dein Gold, sein Gold, weil das Gold ja immer den Besitzer wechselt, nicht wahr? Alberich raubt das Gold den Rheintöchtern. Wotan hat sich nun die prachtvolle Burg Walhall bauen lassen von den beiden Riesen, denen er zum Lohn den Besitz der Göttin der Jugend, der Freier, versprochen hat. Er denkt überhaupt nicht daran, das Versprechen zu halten. Wie er nun von dem listigen Feuergott Loge hört, da unten ist der Zwerg mit dem allmächtig machenden Ring, da übertölpelt er Alberich, bekommt den Ring in seinen Besitz, muss aber über Rat der weisen Göttin Erda den nun von Alberich verfluchten Ring den Riesen doch als Kaufpreis überlassen. Wenn er nun nach Walhall einzieht, da hat er vorher einen einzigen Gedanken. Wie kommt er wieder in den Besitz des Ringes? Er kann ihn ja nicht wieder rauben. Er ist ja jetzt durch Verträge gebunden. Und der große Gedanke lautete, er wird selber ein gesetzloses Geschlecht zeugen. Nicht an Verträge, nicht an Gesetze gebunden, die sollen ihn den Ring wieder verschaffen. Und wenn wir zu Anfang der Walküre das wundervolle Liebesduett hören, Siegmund und Sieglinde, dann sind es beide Wotans Kinder, beide Geschwister auf dem Wege zur Blutschande. Leonie Riesaneck und James King in der Wieland-Wagner-Inszenierung von Bayreuth 1965 unter Karl Böhm. Das Leben schauen in Wahrheit.
habe etwas nie verstanden. Der Ring des Nibelungen von Wagner ist ohne Zweifel eine der größten Dichtungen, die je geschrieben wurde. Es kommt eigentlich alles drin vor, was die Menschen bewegt. Liebe, Schuld, Sühne, die korrumpierende Kraft des Goldes. Und die Musik mit ihrem Geflecht von Leitmotiven schafft so eine Art musikalischen Freundeskreis, nach dem man immer sucht. Aber bitte, wie kann man sagen, das ist eine Verherrlichung des altgermanischen Mythos? Das hat ja ein Buch nachgewiesen, dass es keinen einzigen im Ring gibt, der nicht strafrechtlich verfolgbar ist. Die Grundlage der Dichtung ist das altgermanische Stabreimsystem, nicht wahr, mit der Wiederholung eines Konsonanten. Also das hat ja der antiwagnerianische Kritiker Daniel Spitzer so entzückend parodiert nach einem Besuch in Bayreuth 1877. Weh, wie wenig Wonne ward mir wandernden Wiener Spaziergänger durch Wagners Walküre. Also wir bringen jetzt die berühmte Stelle aus dem Liebesduett Winterstürme wichen dem Wonnemond, gesungen von dem großen Wagner-Tenor Max Lorenz. Wir leihen ihn für einen Augenblick einen Bühnenraum von Günther Schneider-Simpson. Über das Orchestervorspiel hat Camille Saint-Saëns geschrieben: Das Orchester wiegt hier wie ein unendliches Meer die Liebenden auf seinen zauberischen Wellen. Stürme wichen von dem Mond, in mildem Lichte leuchtet ihr Lenz. Auf Lieder lüften, leicht und lieblich, Wunderwebe, der sich wiegt. Durch Wald und Aue weht sein Atem, voll geöffnet lacht sein Auge. Vöglein sang es, ist ertönt, holde Düfte auf dir aus. Seine warme Blume blühen, wonnige Blumen, Keim und Sprosse entspringt einer Kraft. Mit zarter Waffe zier bezwingt die Welt, Winter und Sturm wischen der starken Wehr. Voll musste dem tapferen Streiche die strenge Tür aufweicht, die trotzige Stadt uns trennte von ihm. Zu seiner Schwester schwang er sich hin. Wenn Beniamino Gigli das sang, klang es wie ein italienisches Volkslied. Neureidel Mitte April, rifulge il sole primaverir. Sicula folla primavera, all'aura in braccia in mezzo in fior. Alette attorno il suo respir, c'è l'occhio suo si chiudere cor. Nell'auge il vino, il canto palpitar, son profumi suoi sospir, volte il calor di sangue giglia rose, sbocciam gemme al suo passar. Con armi dolce il mondo a stringere a sé, le torbe invernale chiede al suo poter, e ai miei suoi colpi ottenere
Verhaltung, die deutsche Barock, die deutsche Amor. Alles auf der Bänder, das Heimlich tut's mir manchmal ein bisschen leid, dass die alte italienische Wagner-Tradition beinahe vollkommen verschwunden ist. Also in der Walküre geht alles schief für Wotan. Seine Gattin Fricka, auf die Wahrung des Rechtes bedacht, weist ihm nach, dass das von ihm erzeugte Geschlecht ja vollkommen von ihm abhängig ist, ja gar nicht unabhängig. Er hat Siegmund ein Schwert verschafft, ohne das Schwert wäre Siegmund gar nichts. Und das ist ein interessantes Bild, da haben wir Sieglinde und Siegmund auf der Flucht vor Hunding, Sieglindes Gatten, der nun herbeistürmt zum Duell. Wir haben Brünnhilde, die Walküre Wotans Tochter mit dem Schild, früher immer in den Vorstellungen mit dem Ross Grane, und sie kündet Siegmund seinen Tod, das ist Wotans Auftrag, natürlich überdrängender Fricka, hätte viel lieber den Siegmund befreit, und Brünnhilde befolgt nun den Befehl Wotans nicht, sie will im Duell Siegmund helfen, da greift Wotan selbst ein, tötet Siegmund, tötet Hunding und bestraft Brünnhilde durch den Ausschluss aus dem Kreis der Walküren. Nun, ich halte den Ring des Nibelungen für Wagners ureigenste Selbstschöpfung. Natürlich gibt es Quellen, es gibt das Nibelungenlied, die isländischen Gesänge, der Edda. Sie können forschen in der Welsungensaga, Sie können forschen in der Brünnhilde-Saga. Ja, es gibt da einen Feuerzauber in der alten germanischen Sage. Bitte, ich lese hier, da umzog Odin die Schlafende mit einem Zaun von Schilden und ließ außen herum Feuer auflodern und beschied nur dem Furchtlosen, das Feuer zu durchdringen und den Schlafzauber zu lösen. Aus diesem trockenen Satz, was für ein Wunder hat Richard Wagner in seinem Feuerzauber erschaffen. Gehen wir mal in die Metropolitan, es dirigiert James Levine, eine Vorstellung mit James Morris als Wotan, inszeniert von Otto Schenk in Bühnenbildern von Günter Schneider-Simpson. Thank you.
Wie bei Reingold endet auch die Walküre mit einem Motiv, das dann in der Zukunft wichtig sein wird. Das Siegfried-Motiv, diese Wagner-Motive im Ring, sind oft ganz primitive, wunderbare Fanfaren. Und da hat ja Wagner etwas Interessantes zu Hans Richter, dem Urdirigenten des ersten Rings in Bayreuth, gesagt. Er sagt, hören Sie zu, wenn bei mir ein Thema zum ersten Mal kommt, muss man es langsamer und lauter spielen, als es gehört, damit sich alle merken. Nun, das ist natürlich alles voll dichterischer Feinheiten. Also Wotan singt hier, wer meine Speere spitze fürchtet, durchschreitet das Feuer nie. In Wirklichkeit war seine Strafe am Anfang nur, Brünnhilde in Schlaf zu versetzen. Und er sagt ja dann mit einer großen Wagner-Stabreim-Alliteration wieder auf den Buchstaben W, wer so die Wehrlose weckt, dem Bart erwacht sie zum Weib. Ist aber Brünnhildes Idee, sie mit Feuer zu umgeben, damit nur der stärkste und tapferste Held sie befreien kann. Und das ist so ein Mittelding von Brünnhildes Trauer über ihre Bestrafung und der Vorfreude der jungfräulichen Walküre auf den Mann, der sie retten wird. Das wird also Siegfried sein, den wir im nächsten Stück kennenlernen. Nicht wahr, ist der Sohn von Siegmund und Sieglinde. Siegmund im Kampfe gefallen, Sieglinde war schwanger, wird von Brünnhilde gerettet und gebiert in der Höhle des Mimme, den Knaben Siegfried. Mimme ist der Bruder von Alberich, begehrt auch den Nibelungenring. Und Sieglinde hat auch die Trümmer des Schwertes Notung gebracht, das Wotan Siegmund verschafft hatte, in der Schlacht zerschellte und in den berühmten Schmiedeliedern schmiedet nun Siegfried das Schwert Notung. Zu den berühmtesten Siegfrieden der ersten 100 Jahre der Geschichte von Bayreuth gehört 1927 bis 1930 der große Däne Lauritz Melchior. Man kann nicht über Wagners Ring sprechen, ohne das heutige Regiezeitalter zu erwähnen. Niemand will mehr, dass ein Ring so aussieht wie zu Wagners Tagen und dass Siegfried mit einem Statisten als Bär auftritt.
Ich glaube, dass Regisseur und Bühnenbildner vollkommen frei sind, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen, solange sie dasselbe Stück erzählen. Hier ist eine Modellskizze zum Schluss von Rheingold, also Einzug der Götter in Walhall, Regenbogenbrücke, für die Inszenierung von Adolf Dresen, Bühnenbild Herbert Kappelmüller, für den Ring der Wiener Staatsoper 1992. Die große Entrümpelungsaktion gegen das überwuchernde Bühnenbild und die altgermanischen Werte begannen die Wagner-Enkel Wieland und Wolfgang nach dem Zweiten Weltkrieg in Bayreuth. Hier haben wir Siegfried unter der Linde in einer Inszenierung von Wieland Wagner. Wir haben Wotan und die Walküren, Inszenierung von Wolfgang Wagner. Und wir haben den Siegfried Drache in einer Inszenierung von Götz Friedrich für die Covent Garden Opera in London. Ich glaube, Wieland Wagner hat vollkommen recht mit einem Satz, den er im Artikel Denkmalschutz für Wagner 1962 geschrieben hat. Da sagt er selbst: Es gibt für das lebendige Theater nur einen einzigen Stil, den jeweiligen Zeitstil. Damit sagt er aber auch, dass jede Inszenierung sofort veraltet ist. Erinnern Sie sich nicht an das große Pro und Contra anlässlich des Jahrhundertrings, den 1976 der französische Regisseur Patrice Chéreau und der Dirigent Pierre Boulez in Bayreuth herausgebracht haben, moderne Kostüme und so weiter. Sehen Sie, wenn man heute aus dem Jahr 1980 die Aufnahme in dieser Inszenierung ansieht, Manfred Jung mit dem Drachenkampf in Siegfried, dann muss man sich eigentlich sagen, ist das nicht ein wunderbares, bezauberndes Relikt aus den Biedermeier-Tagen des Regiezeitalters? Thank you.
viele Leute sagen doch, Wagner hat so schöne Sachen geschrieben, aber die Opern sind so entsetzlich lang. Und mein großer Freund, der Komponist Erich Wolfgang Kongold, hat mir erzählt, er hat einmal in einem Hollywood-Film mitgewirkt, hat die Musik arrangiert und selbst den Hans Richter gespielt als Dirigent mit Vollbart. Und der Produzent hat ihn gefragt, Herr Kongold, könnten Sie für den Film den ganzen Ring von Wagner auf 4 Minuten kürzen? Da hat Kongold gesagt, auf 4 Minuten, das ist unkünstlerisch, ich brauche 5. Thank you.
Der Drache, den Siegfried getötet hat, war niemand anderer als der eine Riese aus Rheingold, der auch nun den Nibelungenring hat, aber nichts weiß, damit anzufangen. Siegfried entreißt ihm den Ring, er durchschreitet das Feuer, erweckt Brünnhilde, gibt ihr den Ring und in Götterdämmerung, wo Wotan nicht mehr auftritt, gibt Brünnhilde den Ring an Siegfried zurück, der nun das Opfer eines ungeheuren Intrigenspiels wird. Durch einen Vergessenstrank vergisst er die Brünnhilde, durch den Tarnhelm nimmt er die Gestalt des Königs Gunther an, wirbt für ihn um Brünnhilde, wirbt selbst um Gudrune. Er hätte beinahe den Ring den Rheintöchtern zurückgegeben, wird aber dann am Ende von Hagen getötet, der Bruder des Alberich, der selbst den Nibelungenring begehrt. Und nun weiß Brünnhilde, was Wotan längst gewusst hat. Das wissend würde ein Weib. Der Fluch des Alberich kann nur gelöst werden, wenn der Ring zu den Rheintöchtern zurückkehrt. Siegfrieds Leichnam kommt auf den Scheiterhaufen, er verbrennt am Scheiterhaufen. Brünnhilde stürzt sich in den Scheiterhaufen, gibt vorher den Ring noch den Rheintöchtern. Und im Brand der Erde und im Brand von Walhall erwartet die Menschheit eine bessere Welt, die frei ist von der korrumpierenden Kraft des Goldes. Einen Teil dieses wunderbaren Schlussgesanges hören wir jetzt von Birgit Nilsson in einer Schallplattenaufnahme unter Sir Georg Scholti, illustriert von der letzten Inszenierung von Harry Kupfer in Bayreuth mit den Bühnenbildern von Hans Schabernach. Siegfried, Siegfried, selig grüß dich dein Weib. Musik.